Und damit nach Deutschland. 5 Bundesländer haben bereits Ferien. Passend zum Beginn der Hochsaison haben wir Experten gefragt, welche Rechte Urlauber eigentlich im Hotel haben. Ist es erlaubt, Getränke aus dem Supermarkt mitzubringen oder vom Frühstücksbuffet ein Brötchen für später einzupacken? Gordian Fritz mit Antworten. Ein Frühstücksbuffet zum Verlieben. Wenn der Urlaubstag im Hotel so beginnt, dann macht das schnell Lust auf mehr. Und so mancher möchte da gern gleich für den ganzen Tag vorschmieren oder die Wurst gleich so einpacken. Das Frühstücksbuffet ist, wie der Name schon gesagt, um Frühstück abzudecken und nicht der Tagesration an Essen und Trinken. Frühstücksbuffet ist ja auch kein Supermarkt. Also eindeutig nicht erlaubt. Gut, dann darf ich doch wenigstens eigenes Essen und Trinken mit auf das Zimmer nehmen. Nein, auch wenn es jeder macht, in den meisten Hotelordnungen ist das klar untersagt. Übrigens genau wie das hier, die Poolliege reservieren. Eindeutig nicht erlaubt, auch wenn es manche nicht wahrhaben wollen. Weiteres Urlaubsdauerthema sind die netten Sachen aus dem Badezimmer. Was darf ich hier eigentlich mitnehmen? Die Shampoofläschchen, die kann man natürlich mitnehmen. Das ist eine Aufmerksamkeit des Hotels. Da hat das Hotel nichts dagegen, wenn man die mitnimmt. Ein Fernseher oder auch ein Bademantel würde sicherlich nicht mehr als Souvenir durchgehen. Und hier noch ein paar Verbote. In Badehose und Bikini durch die Lobby? Nein, nicht erwünscht. Wäsche waschen und auf dem Balkon aufhängen? Auch nicht erlaubt. Die Regeln sind grundsätzlich da, nur dass jede seinen Urlaub auch genießen kann. Und nicht nur jede macht, was er selbst will, weil dann wird es einfach ein großes Chaos sein. Heißt auch, die Disco-Bekanntschaft darf nicht mit im Zimmer übernachten oder sie bezahlt nachträglich. Klingt nach vielen Verboten, aber keine Angst. Auch Hotelchefs sind Menschen und drücken oft genug ein Auge zu.